Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Backen ist nicht Kochen. Heute wollen wir einen Wolfsbarsch grillen. Und bevor wir uns dem Wolfsbarsch zuwenden, wollen wir uns das Fischgewürz selber machen. Und dazu habe ich ein bisschen im Internet geschaut und habe bei Klaus Grillt ein leckeres Fischgewürz gefunden. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu Salz, Zucker, Fenchelsamen. Da habe ich Hälfte ungefähr den Fenchelsamen kurz angeröstet und ungerösteten noch mit dazugegeben. Dann brauchen wir getrocknete Kräuter, und zwar Petersilie, Estragon, Dillspitzen, Liebstöckel oder auch Maggikraut genannt, Knoblauchgranulat, Zwiebelgranulat und Chiliflocken. Weiterhin brauchen wir einen Esslöffel, einen Teelöffel, einen Mörser und eine Schüssel, wo wir das Ganze dann zusammenrühren. Wir fangen an, und zwar mit dem groben Meersalz und den Fenchelspitzen, weil die werde ich im Mörser noch ein bisschen anmörsern, damit sie nicht so grob sind, damit sich der Fenchel vor allen Dingen ein bisschen feiner wird. Wir haben hier 3 Esslöffel grobes Meersalz. Und dazu brauchen wir ungefähr einen halben Teelöffel von diesem Fenchelsamen. Wenn es ein bisschen mehr ist, ist das jetzt auch nicht tragisch. Schütten wir hier rein. Dann nehmen wir uns den Mörser und mörsern das schön ein bisschen an. Wenn man diesen Fenchelsamen röstet, hat das den Vorteil, dass sich die Aromen etwas mehr entfalten, dass die ätherischen Öle ein bisschen besser rauskommen. Das riecht schon sehr lecker, sehr nach Fenchel. Wer keinen Fenchel mag, kann das übrigens auch weglassen, aber in dem Originalrezept ist Fenchel halt mit drin, deswegen nehmen wir den auch. Ich denke mal, dass das reicht. Dann gibt man das schon mal in die Schüssel rein. Jetzt brauchen wir von der Petersilie, von der getrockneten, 3 Esslöffel. Stopp, 2 Esslöffel. Entschuldigung. Dann brauchen wir vom Dill, vom Estragon, ungefähr 1,5 Esslöffel. Dann brauchen wir von den Dillspitzen 1,5 Esslöffel. Dann vom Maggikraut bzw. Liebstöckel 1 Esslöffel. Großzügig. Dann 1 Teelöffel von dem Knoblauchgranulat. Dann brauchen wir vom Zwiebelpulver ebenfalls 1 Teelöffel. Dann von den Chiliflocken auch mal 1/4 Teelöffel. Und vom Zucker auch ungefähr 1/4 bis 1/2 Teelöffel. Das vermischen wir uns jetzt. Das werden wir natürlich alles nicht brauchen, also nicht die gesamte Menge brauchen von diesem Gewürz für die Fische, die wir heute haben. Aber wenn man das dann in Schraubglas gibt, dann hält sich das, ja, sag ich mal so ein halbes Jahr.
kann man das bestimmt aufbewahren. So, das Gewürz für den Fisch wäre jetzt fertig. Als nächstes zeige ich euch dann noch, was wir noch brauchen. Ich will noch so ein Rosmarinöl machen. Und wie das geht, das seht ihr jetzt. So, das nächste, was wir für unseren Fisch brauchen, ist ein Gewürzöl. Und das stellen wir uns natürlich auch selber her. Ich habe hierfür ein paar Rosmarinnadeln, frisch vom Strauch. Dann brauchen wir ein neutrales Öl. Ich nehme da gerne Rapsöl, weil dadurch, dass es auf den Grill kommt, das Rapsöl verbrennt nicht so schnell wie Olivenöl. Brauchen wir ein kleines wenig Salz zum Mörsern, eine Schüssel, wo wir das dann abfiltern und ein Sieb, mit dem wir das Öl dann durchlassen. Im Prinzip ganz einfach, einen Mörser brauchen wir natürlich auch noch. Die Rosmarinnadeln in den Mörser rein, ein klein wenig Salz, dann lässt sich das ein bisschen besser mörsern. Und dann stoßen wir das ein bisschen an. Und wenn die Rosmarinnadeln dann so ein bisschen weich sind, dann können wir da im Prinzip dann auch schon reichlich von dem Öl dazugeben. Und das wird jetzt nach und nach schön gemörsert und dann lasse ich das ungefähr gut eine Stunde so stehen und ziehen und danach wird es abgefiltert und danach haben wir ein perfektes Öl, mit dem wir dann den Fisch von innen und von außen schön einpinseln können. Das hat den Vorteil, dass wenn man jetzt den Rosmarin zum Beispiel nur in die Bauchhöhle von dem Fisch legen würde, dann würde das auch nicht in alle Ecken kommen und wenn man das mit Öl einpinselt, kommt das Öl dann eben auch an die Stellen, wo die Zahnbürste eben nicht hinkommt. Also bevor wir heute zu dem Hauptakteur kommen, dem Wolfsbarsch, wollen wir natürlich auch erstmal Kampfkleidung anziehen. Gerade eben aus der Wäsche geholt und frisch gebügelt. Kochjacke, Pflicht. Hatte ich schon ganz, ganz lange nicht mehr an. Gucken, ob es noch passt. So ziehen. So. Und den Beine haben. So, geht das so? Handschuhe ziehen wir noch an. Dann kann es schon losgehen. Also das Gewürzöl mit dem Rosmarin, das stand jetzt gute anderthalb Stunden. Ich habe mir überlegt, dass vielleicht auch noch ganz lecker wäre, wenn wir da ein bisschen Limettensaft noch mit reinmachen. Denke ich mal, so Saft von einer kompletten kleinen Limette sollte ausreichen. Und jetzt sieben wir uns das erstmal durch. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Das riecht total intensiv nach Rosmarin. Und das soll es auch. Perfekt. So, was brauchen wir jetzt? Ja, gut, sind noch ein paar Nadeln drin, aber das stört nicht wirklich, weil wir das ja nur zum Einpinseln brauchen. Was brauchen wir weiterhin? Wir haben hier drei wunderbar ausgenommene und entschuppte Wolfsbarsche, sieht man hier wunderbar an der Rückenflosse. Dann brauchen wir unser Gewürzöl. Ich habe noch ein bisschen gemahlenen Pfeffer, also gemörserten Pfeffer von Ankerkraut in dem Fall, neuen Pfeffersinfonie. Dann haben wir
unser Fischgewürz, was wir vorhin gemacht haben. Das habe ich mir hier in so einen Steuereib abgefüllt. Und dann habe ich noch Mayo. Und wofür die ist, das erzähle ich euch nachher. Als erstes brauchen wir jetzt erstmal noch Zitronenscheiben, um den Wolfsbarsch damit zu füllen. Das ist eine Bio-Zitrone. Das heißt also, da kann man die Schale wunderbar mitessen, weil die nicht gewachst ist. Ja, schneiden wir noch eine auf. Die kann man ruhig so in gut Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Dann die Scheiben noch mal halbieren. Weg. Und jetzt können wir auch schon uns dran machen, den Wolfsbarsch zu würzen. Dafür nehmen wir uns erstmal so ein Tier daher und pinseln den großzügig. Pinseln den großzügig von innen mit dem Rosmarinöl ein. Anschließend nehmen wir unser Fischgewürz. Perfekt, ein bisschen Pfeffer. Und dann füllen wir den noch mit den Zitronenscheiben. Anschließend wird er von außen ebenfalls gut eingeölt. Das bringt neben dem Geschmack auch noch den Effekt, dass er nicht so schnell am Grill anbrennt. So, damit wäre jetzt einer fertig und wenn ich die anderen fertig habe, dann geht's weiter. Okay, das wäre hier der letzte. Ich streue die von außen auch nochmal natürlich mit unserem Fischgewürz. Schön großzügig. Okay. Das helfende Händchen hat schon so, und jetzt kommt ein Trick, mit dem, also wo ich auch heute erst im Internet, oder nicht wo, sondern den ich heute auch erst im Internet gesehen habe und ich möchte es gerne mal ausprobieren, um zu schauen, ob es funktioniert. Und zwar ist ja das Problem, wenn man Fisch grillt auf dem Grill, dass die Fische beim Grillen am Grillrost anbeppen und dann quasi die Haut kaputt gerissen wird und das ist dann alles nicht mehr, sieht dann auch nicht mehr so toll aus, so lecker aus. Und dann gab es einen Trick, wo ein Typ die Fische mit Mayonnaise eingestrichen hat und die verhindert oder die verhindern soll, dass die Fische am Grill anbeppen. Und das möchte ich gerne heute mal ausprobieren. Und ob das funktioniert, das werden wir dann sehen. Also der hat im Prinzip ganz normale Mayo genommen. Keine Angst, das soll angeblich, wir werden es nachher testen, auf den Geschmack eigentlich keinen Einfluss haben. Und sondern einfach nur dafür sorgen, dass der Fisch nicht anklebt am Rost. Weil gut, okay, Mayonnaise enthält viel Fett und Ei. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das funktioniert. Also ich werde sie jetzt erstmal von einer Seite großzügig bestreichen. Und dann kommen die Kollegen schon ab auf den Grill. Und dann, wenn die eine Seite gut ist, wenn die fertig gegrillt ist, dann drehe ich die oder dann bestreiche ich die andere Seite vorher und drehe sie dann rum. Ich denke mal, das sollte ausreichen. Bin echt mal gespannt, ob das so funktioniert. Und dann sehen wir uns gleich am Grill. Okay, wir sind jetzt draußen am Grill. Ich habe den Grill eingeregelt auf ca. 200 Grad
Deckelthermometer Temperatur, habe die rechten drei Brenner auf quasi minimale Stufe laufen und jetzt legen wir mal unsere Fische auf mit der Mayo-Seite nach unten, natürlich. So, Deckel zu und jetzt brauchen die, ich denke mal so circa 5-6 Minuten auf der einen Seite, bevor ich mal nachschaue und sie dann wende. Und dazu sehen wir uns gleich wieder. Okay, so nach circa 5-6-7 Minuten schauen wir mal nach, wie sich das so entwickelt, dass es wirklich funktioniert hat. Perfekt. Fast ein bisschen zusammen drauf, aber macht nichts. So, das heißt also, jetzt streichen wir die zweite Seite mit der Mayo ein. Dann können wir den Fisch nämlich wenden. Perfekt. Nehmen wir mal wieder die Zange. Sehr heiß. Aber wie man sieht, Fische lassen sich einwandfrei wenden, ohne dass die Haut abreißt. Und ich denke mal so nach circa 5 Minuten, weiteren 5 Minuten, ist die ganze Geschichte fertig und dann können wir schon anrichten. Okay, jetzt schauen wir mal nach, ob der Fisch schon fertig ist und wie ihr das erkennen könnt. Ganz einfach. Und zwar, wenn sich diese hintere Flosse, ich hole mal gerade noch eine Zange, hier super leicht rausziehen lässt, so wie hier, dann ist das ein Garant dafür, dass der Fisch einfach schon gut durch ist und gar ist. Soll ja auch nicht zu trocken sein. Und das bedeutet, wir können den Grill ausmachen und die Fische runternehmen. Oh, das riecht absolut oberlecker. Mal schauen auf der anderen Seite, wie er ausschaut. Perfekt gegrillt, super krosse Haut, also besser, denke ich mal, kriegt man Fisch vom Grill nicht hin. So, das wären die Kollegen hier. Jetzt warten wir erst noch, bis der Trecker vorbei ist. Also nochmal, das wären jetzt hier die Kollegen und jetzt geht es ans Anrichten und danach können wir auch schon essen. Okay, nach dem Anrichten sieht das Ganze so aus. Wir haben unseren lecker gegrillten Wolfsbarsch, einen schnellen selbstgemachten Gurkensalat, ein paar Bratkartoffeln und eine selbstgemachte Remoulade dazu. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus und wenn es richtig gut läuft, schmeckt es auch. Wenn dem so ist, wünsche ich mir gerne einen Daumen nach oben oder vielleicht abonniert er den Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Backen ist nicht Kochen.